教えてくれ世界の在り方を、この人生の意味と使い方を、かような生き方でこの運命の君を救えるのか。どれもありがちなトラジティ、ばらまいて咲いた痛みに後悔してゆく人生か。Hallihallo! Oh mein Gott, Tim. So enthusiastisch Hallo. Heute. Eyefakers gegen Shirek. Vom Seeding, das ist ja ein absoluter Banger. What the fuck? What the Sigma? Ja, so kann man es auch sagen. Oh, beide mit Hard Rock. Paul, ich hab keinen Sound mehr. Nicht? Nein. Oh, warte. My bad. Ich hab gerade den Client neu gestartet, deshalb. Und ich bin ein Barker. Kannst du mal auf Japanisch reden die ganze Zeit und nicht auf Chinesisch? Nee. Du auf Chinesisch? Ja. Okay. Komm, du fängst an. Nee. Nee, das finde ich jetzt unfair. Du willst was von mir, dann musst du auch vorlegen. Ja, Junge, wenn ich von dir will, dass du meinen Schwanz lutscht, denkst du, ich fange dann auch als erstes erst an, deinen Schwanz lutschen oder was? Ja. Ist das eigentlich schon Loser's Bracket? Ja, das ist Loser's Bracket. Also er verliert, ist raus. Du darfst dich nicht mehr damit in die nächste Runde beschäftigen. Digga, Tim. Darf man es nicht sagen? Nee, macht man nicht. Achso, okay. Mann! Upsi. Ist okay, ich bezahle dir. Ist doch eh noch keiner im Stream. Außer Angela Merkel. Hallo Frau Merkel. Merkel, Abi. Warum bin ich eigentlich mal mit Usuma Angela Merkel? Aber ich bin Schneemann. Angela Merkel, es gibt keine Angela Merkel in Usu. Paul, wird Zeit für Name Change. Bei YouTube? My Name Change. Jo. Der ist halt wichtig so. Aquairo Planet. Er ist so schwul, ne? Ich würde mich umbringen, echt du. Warum? Er ist halt echt scheiße. Ja, du bist so nett. Ich. Digga, es gibt halt keinen großen Unterschied zu Green Planet, dass ich die Farbe gewechselt habe. Was für eine Farbe? Ja, da freue ich ja Green Planet. Und jetzt bin ich Aquaelo. Aquaelo. Das ist also Aquafarben. Wieso heißt du Aquaelo? Ja, das ist halt Aquafarben. Also hellblau. Aquaelo. Aquairo. Iro. Iro heißt Farbe auf Japanisch. Wow. Ist auch so ein Erogemeister oder so, was meinst du? Nee, Erogemeister ist anders. Trino. Absoluter Ehrenmann. Dann haben wir noch 25 Minuten, deshalb. Ich brauche noch einen Kommentator für danach. Also, wer noch nie in seinem Leben kommentiert hat, der endlich. Ihr habt jetzt die Möglichkeit. Hört man das? Ja. Okay, gut. Aber auch nur, wenn du redest.
Ja, ich habe immer Noise Cancellation an, ne? So, meine Damen und Herren. Sieht nach einer Bombe von Schiri aus. Mal schauen, was es wird. Die Channel Prediction ist auch noch ziemlich ausgeglichen. Also, ich meine, das ist übrigens ernst. Wer kommentiert möchte, noch nie kommentiert hat, ist egal. Ich will nur eine Person haben, die bei mir ist, so. Wenn Tim weg ist. Ja, warum kommentierst du nicht einfach? Ich denke, da ich bin auch schüchtern. Deshalb rede ich ohne Kamera im Internet zu Fremden. Wird alles Opfer, fickt euch. Mal gucken, ob die Map mir lädt. Sieht gar nicht gut aus. Okay, sieht nicht so aus, als würde ich noch Filme laden. Ja. Super, Paul. Ne, die Map blinkt nicht bei mir. Schade, sehen wir sie also nicht. Ich kommentierte meine Wahl 1. Ach, ja gut. Die spielen auch schon seit einer Minute. Ja. Das ist irgendeine Corsairs-Map, die gerade spielen. Die kennst du wahrscheinlich, Tim. Nee, tue ich nicht. Die spielen gerade Gigadelic Killer. Keine Ahnung, du. Laut der Beatmap Description war das Cortex Open W3 Freemod 2. Ach so, ja, okay, ich weiß es doch. Von Shurelia. Ja, ich weiß, was das ist. Das ist die Burning Star, bloß einfacher. Okay. Da wurde mir richtig in den Arsch gefickt auf der Map. Stinkst du, wenn du mich hörst? Mach gleich mal, wenn das Warm-up vorbei ist, den Tiebreaker als Song ran. Also die Maps, die von Shurelia gut sind, ich kenne die sind meistens aber auch so 5 bis 6 Sterne. Ich hasse Shurelia. Ja gut, die Map fickt meine Client. Ich liebe Ozu-Sound. Ich liebe den Ozu-Clap manchmal echt. Und dass man den Chat noch sieht, obwohl Ozu zu ist. Digga, jetzt startet das Ding nicht. Ah, oh, die rollen. Ja. Wechseln schon mal hier rüber. So, iFakers gewinnt den Roll. Oh, aua. Oh, meine armen Ohren. So, ihr habt wieder Sound von Ozu. Ja, der Kleine hat irgendwie echt was gegen. Also, Streamer, die heutzutage nicht mehr ihre Maps runterladen, die überleben halt einfach nicht. So, Faker sind First Pick. Selten, dass man das Spieler First Pick wählen. Ich will da einfach bloß einen Pick gewinnen und dann heimgehen. Und First Ban. Also ich habe das jetzt eigentlich immer nur Second Ban, Second Pick gesehen, das ist... Ja, ich weiß aber nicht, wieso man First Ban, das ergibt irgendwie echt keinen Sinn. Ja. Also First Ban ist wirklich das, was am wenigsten Sinn macht. Außer man hat irgendein geheime Giga-Fick-Taktik oder sowas. So, also ich mag keinen Commentary von Hammer. Ja, nochmal 5 Pick. Und das ist die logische Konsequenz aus dem W2-Bann. Super.
komisch, das wusste ich. Aber danke für den Channel-Punkte. Ich mach die Vorhersage so während der Map zu. Kann jemand Devia bannen? Warum? Ich hab Hallo in Caps geschrieben, das gibt gar nicht. Nee, das ist ein Emote. Hast du es deinem TV nicht installiert, Jim? Nö. Selbst schuld. Kann man die dann einfach trotzdem bannen? Nein. Nur weil du immer nur so wenig Zuschauer hast oder was? Fuck. Tim Kappner. Ja, mir geht's gut, solange Bayern heute nicht so aufs Maul bekommt wie Schalke von Köln. Ja. Gegen wen spielt Bayern? Freiburg. Oh, das ist ein harter Bock. Ich find's auch. Digga, ich find's geil, Company. Lass einfach Musiala ZDM spielen. ZDF. Sorry. Eckleed bei iFakers. Wow. Oh. Was zum Fick ist da passiert? Okay, beide. Mit Startschwierigkeiten muss der Motor erstmal warm laufen. Oh. Hey. Bancho, komm. Danke. Komm, Bancho Kun, du schaffst das. Gambatte. Sorry. Channel-Punkte, Leute. Oh, meine Eier. Oh. Wenn jetzt schon wieder jemand disconnected. Oh mein Gott. No way. Cyfakers disconnected. Also. Super. Also in der Lobby. Ich würde erstmal weiterspielen, aber. Sind 30 Sekunden da schon vorbei gewesen? Ist egal, ich hab 60 Sekunden als Standardzeit reingemacht. Ah ja. Also, iFakers ist halt noch in der Lobby, deshalb lass laufen. Ich weiß gar nicht, ob ich stehen habe, dass man das Screenshot auch als Beweis zugelassen wird. Oh. Ich glaube nicht. Ja, lass weiterspielen. Wenn rauskommt, dass iFakers disconnected ist, dann kann man ja immer noch replayen. Oder das ist ein PC-Absturz. Damit habe ich gar nicht mal angezeigt, dass man relieved ist. Mann, erste Map. Und ich muss schon wieder das Regelwerk öffnen. Extremistisches Verhalten im Chat. Er spielt die gerade. Ich drück mal auf Panic, vielleicht fixt das was. Also ich habe nichts bei mir stehen im Regelwerk, dass Screenshots auch nicht zulässig sind. Also da könnte man nehmen. Es gibt ein Banjo-Score! Es gibt ein Banjo-Score! Aber es wurde nicht angezeigt. Was ist das denn? iFakers hat gewonnen. Ja, krass. Er hat die ganze Zeit ganz normal gespielt. Es wurde aber nicht angezeigt. Klasse, danke, Bancho. Das ist der größte Bancho-Break, den ich je gesehen habe. Alter, der Pool ist 6,8 Sterne wert. Digga, das macht mich jetzt echt mad. Ich hab nichts gesehen von iFakers. Geblieben. Ja, hidden. Was wird hidden 3? Ich dachte, er fängt mit Playball an. Ja, hidden 3. Aber ich glaube, das ist auch eine Map, die ziemlich eindeutig ist. Ja. Wenn Shira G-Maps in BLB gespielt hat, dann waren das solche Maps. Und auch immer ziemlich gut. Und iFakers ist natürlich bekannt für Mechanics. Und das ist diese Map nicht. Stimmt, vielleicht sehen wir den Match sogar hidden 1. Finally.
Und vielleicht sehen wir auch, wie iFakers spielt. Das wäre cool. Der Anime ist vorbei. Ja, ne? Auch wenn iFakers. Auch wenn Shiri hier breakt. iFakers kommt gar nicht rein. Was überhaupt nicht die Art von MPR spielt. Ja, starke First Picks halt, ne? Ja. Boah, Paul. Boah, Tim. Ich hab echt Hunger, ne? Mach. Also, ist was. Okay, tschüss. Nein, noch nicht. Haha, voll verarscht. Oh, James von okay, es tut nächste Sache. Hallo, Shiny. Ja. 95x gegen 82x. 54k gerade noch bei Jahren und ist schon Zeit. Ey, Shiny, willst du euch kommentieren kommen? So ein Date oder so. Ach, schade. Danke, Shiny, du hast mich. Ja, du Doofi. Oh mein Gott, haben wir ein neues schwules Paar hier. Du hast gerade so gelacht, als würde das kein Witz sein. So, Shirai, da bin ich doch noch echt ein Großkomm aufgebaut. Nö. Das reicht aber knapp nicht für die 500k. 444.728. Und installiert der 1-Pick. Was auch sonst. Aber danach gibt's auch schon keine Speedmaps mehr. Vielleicht natürlich jetzt Fans ja, Tapping. Nummer 2 kann er noch picken. Ja. Boah, ich bin so richtig am Tanzen bei der Map. Boah, wow. Mach mal Cameron. Ich kann mich nicht mehr im Stuhl halten. Ich bin hässlich. Jo. Jo. Okay, Predictions auf Bayern gegen Freiburg, Paul? 2-1 Bayern. Nur? Ja. Wir spielen zwar nicht so scheiße wie Schalke, ne? Digga, es geht um Bayern, nicht um Schalke. Boah. Du, Dobi. Du laberst so, als würden wir scheiße spielen. Hä? 2-1. Digga, 3 Punkte sind 3 Punkte, Digga. Ja, Tordifferenz zählt vielleicht am Ende noch. Ja. Im Arsch oder so, keine Ahnung. Okay. Ich glaube, du hattest schon öfters einen Schwanz im Arsch, als dein Schwanz in irgendeinem anderen Arsch war. Nee. Ja, dabei ist das so, oder wie? Digga, Tim. Ja. Ja, das ist natürlich meine Theorie letztes Jahr. Ja. Tja, das ist schon geil. Ja, wenn du in den Arsch gefickt werden willst unbedingt, da kann ich nicht Nein dazu sagen.
Stelle. Ich wurde aus Bild gedrückt, wenn ich jetzt mein Haar ruinierst. Oh! Was soll ich abonnieren? Also Shiragi. Okay, du hast mein Haar ruiniert bei COE. Davon habe ich noch ein Bild. Oh. Ja, okay. Also wenn jetzt A nicht bald breakt, dann sieht das ja auch ziemlich eindeutig aus. Kommt noch stabiler Eck, ne? Ja. Ja, schon 2% und noch viel Komo. Und so viel Max Komo Team App gar nicht, die ist recht kurz. Ui, nochmal Miss. Egg Drop. 99 zu 94, Map ist durch. Macht der Chat gerade immer diese Emojis gerade nur wegen den Themen über diese Gespräche gerade oder wegen irgendwas im Match? Schön in der DM. Okay, ziemlich am Ablöse für dich. Mein Internet war gerade weg, was hast du gesagt? Mein Internet war gerade weg. Nein, meins. Oh, ich habe eine Ablöse für dich. Was hast du gesagt? Ich habe eine Ablöse für dich. Wen? Tja. Oh, Mist von Ahn. Aber so wieder Win am Ende. Wie zu erwarten war auf der Tür. No. ...59k, stabil. Und was? 2-1. So. Tim, Fußball. Nummer 4. Oder willst du noch da bleiben bei einer Map? Ja, 8 Minuten sind sie nur, ne? Medien. Nummer 4 Pick oder Nummer 3 Pick jetzt? Oder Nummer 6? Nein. Oh doch, warte. Doch, auf jeden Fall noch mal, auf jeden Fall noch mal 6 und DD3. Lol. Tim, wie kannst du sowas vergessen? Wie alt bist du, Shiraki? Okay. 14. Was? Oh, okay. Was? Was? Niemals. Digga, das ist zu 1 kurz vor Rente oder sowas. Digga, der ist älter als ich. Wow, Paul, das ist auch nicht schwer. Du bist ein Hurensohn. Oh. Ich war mit 18 mein erstes Second Circle Turning gehostet. Ab wann darf man da mitmachen? Was? Wie alt muss man sein für das Rentner, bitte? Ich bin für 25. Boah. Aber wenn dann gewinnt das, dann gewinnt Team das da ist und Hello Watcher. Das wäre echt mal eine Idee. Aber da muss dann wirklich jeder seinen Ausweis schicken. So. Hast du die Vorderseite? Es wird Nummer 3. Endlich darf ich den Song hören. Richtiger Scheiß-Song. Digga, der Song ist absolut geil. Oh, Tergap Psychics. Banger. Vielleicht das, was Eitag jetzt schreibt, zweimal alles hintereinander. Oh, damit hat man bis 32 BPM mehr, das ist schon viel. Für Alternate. Die Map auch eher Flow. Wir gehen rein. Prost. Bayern spielt gegen Mainz im DFB-Pokal. Ach, wir werden Auslosung. Jo. Oh, gegen welche Schalke? Keine Ahnung, sind die überhaupt noch drin? Ja. Nutzen. So, dieser halbgeschenkte Sieg gegen der. Gegen Fenerbahce hat sie gespielt. Oh, Schalke spielt gegen Augsburg. Ah. Oh. Das wird lustig auf Twitter zu lesen. So! Ziemlich ausgeglichen noch. Beide machen kann man nicht. Bloß hier gewinnen ein bisschen. Oh ja, heute der voll aktiv und kommt gut. Okay. Mhm.
muss ehrlich sagen, das ist auch eine der schwierigeren Matches. Ja, krasse Xbox von Arm. Oh, Mist von dem Schild so. Ah, okay. Ah, das wäre die Möglichkeit gewesen, trotz geringer Weg-Optionen. Aber so 5% sind massiv in Skulptur. Und jetzt machen wir Mist von Arm Schild wieder. Nevermind. Oh. Ui! Der war ein bisschen zu schnell. Ja, okay. Boah, das sieht so cool aus. Jo, das ist du. 100 Kali. 6% Deckblut. Gefühlt, also gefühlt hat der Schiriko nur einen Mist gelandet. Der Early Mist hat sich nicht gerade gefühlt. Actually 2 Paul. Ja. Mit dem Anfangsmiss 3. Oh, 4. Hm. Ja, das hat dann doppelt so viele Punkte wie Icebreakers. Streams waren dann nochmal 3. Denkst du, wenn ich meine Haare anziehe, das zu verbrennen? Hä? So, jetzt ist auf einmal nochmal zwei Technik mit diesen riesen Slidern. Super. So, 2-2 steht's und damit verabschiede ich mich. Ja, auf Wiedersehen. Auf Wieder, tschüss. Schönen Spaß Abend. Spaß noch. Gutes Match noch. Und keine Ahnung, tschüss. Hoch soll er leben. Hallo. Tschüss. Boah, endlich ist er weg. Endlich. Hört man mich noch? Digga. Mein Discord ist gecrashed. Ja. Ja, mein Discord ist gecrashed. Stinkst du, hörst du mich? Hallo? So, ah, jetzt, guten Morgen. Jetzt geht's wieder. Nachdem du gejoint bist, hallo? Guten Morgen. Hi. Hi, Kevin. Warte. Jetzt muss ich lauter stellen. Weiß ich nicht, Spongebob-Referenz. Wie geht's dir? Mir geht's wunderschön. Ich bin heute euer Kommentator und Referee für das DM-Tournament. Das hat auch so einen typischen Round of 16-Moment. Oh ja. Oh, da kommt noch jemand. Nö, haben wir noch ein Plätzchen frei. Ah. Wow. Das ist doch super. Jetzt kommen sie an. Jetzt kommen sie alle. Ich denke, so wie es hier ist, aber da kann es nicht mehr sein. Ja, Hardrock 1 PQ. Warum hat mir nicht jemand gesagt, dass mein Laser kein Cheap ist? Das ist gerade so. Dass man auch nicht Cheap weiß. Ja, das hat auch ganz gepickt, weil das ist, glaube ich, keine Überraschung. Ne, ich glaube auch nicht. Das ist halt einfach nur ein Match, das einfach straight zum Tiebreaker geht. So. Oder? Das ist. Noch genug Picks. Da hast du eigentlich recht. Es gibt auch gleich noch Nummer 6 von Shiragi, müsste kommen. Shiragi, dann. Und dann auch vielleicht auch noch Forces oder so. Danach weiß ich nicht, stimmt. Also, Alphakas kann auch Nummer 1 picken. Vielleicht. Aber Nummer 1 ist immer ein Gamble, eigentlich. Deshalb weiß ich nicht. Eher Nummer 2. Ich denke, es ist in Favor für Alphakas, actually, dann. Oh, sweet. Ich habe die Map nicht gespielt. Ja, deswegen die Map zu Side-Reading ist sehr, sehr kritisch, das ist nur Practice Heavy Map. Sind ja auch beide HRs noch offen. Ja. Ja, ich glaube, das ist ja Faker 6 Fix sollte der Hardrock 2 sein. Da wurde halt einer vom Boot ausgeprägt.
Aber das sitten sie. Ist auch so eine Reading Trap gefühlt. Ja, ja. Ich hatte cool, eben schon Angst, dass er das. Ich hatte eben schon Angst, dass Shiragi Combo Game wird. Auf aber, Nummer 3. Aber wo kam gerade dieser Doppel-Slider-Break her? Wo ist die Körner? Das hat er ganz super alle Zeiten. Okay. Ist ja auf jeden Fall sehr gut von Shiragi. Kleine einfache noch zu erinnern. Und immer wieder Blitz 1 auf Sekta jetzt crazy. Oh. Oh. Eieiei. Aber ich hab's auch gesagt, die Demon Sidekick ist ja kritisch. An manchen Stellen. Das ist halt keine gewöhnliche Aim, es ist halt einfach. Es steht ein 1, aber mit Hardcore. Ja. Ist aber schon so aim-heavy, dass ich sagen würde, dass es durch die CS eher so obviously so in Eye-Fakers Richtung geht. Ja, eigentlich schon. Aber der Lead ist jetzt schon. Riesig. Das ist krass. Ah, ist der Break. Sieht echt gut aus wie. Aber das ist wahrscheinlich schon zu spät. Sag mal, noch genug Zeit. Ist genug Zeit noch. Na, I think I muss lange ja keine Eggjobs. Müssen jetzt schon mal. Ich meine für Shiragi genug Zeit. So. Ja, ja, ja. Achso, ja. Over. Ja. Das ist krass, okay. Hätte ich nicht gedacht. Was für Pick war das? Eifekers. Das war Eifekers Pick, ja. Okay. So. Sehr, sehr wichtiger Break von Shiragi. Nee, nicht GG schreiben, fickt euch. Weiter geht's. So, jetzt kommt Nummer 6. Müsste eigentlich. Oh, okay. Ja, sollte. Wenn nicht, dann reiß ich mir. Nee, ich sag nichts. Wir kennen ja, wie das bei DM läuft. Ja, jetzt könnte man sagen, dass das Match ist schon eher in Shiragis Favor wieder. Ja, auf jeden Fall. So ein Breakpoint auf Bunnings, wenn es nur bis 5 Punkte geht, ist halt wirklich ganz böse. Mhm. Jetzt hat er halt noch seine 2 Picks. Ah ne, warte. Oh. Wow. Nummer 6. Ja. Frieren, ja, die echt, das ist die echte Frieren. Ja. Was soll eigentlich dein Profilbild darstellen, Stinkster? Oh, das ist eine lange Geschichte. Okay. Ich glaube, was mein Profil darstellen soll, das sollte eben klar sein. Ein sehr gutes Profilbild auf jeden Fall. Bin dran. Aber ich glaube, ich ändere es mal. Morgen oder so. So. Ich hab mit Bier trinken aufgehört. Was? Ja, vom Bier kriegt man voll den Bierbauch. Das ist echt hässlich. Kein Scheiß. Das ist echt hässlich so. Wirklich, ich bin echt dünn, ich hab echt abgenommen, aber der Bierbauch geht einfach nicht weg, wenn ich nicht aufhöre, Bier zu trinken. So. Das ist voll der Abfuck. Ich brauche eine Erfahrung kommen, habe ich. 73 oder 72 ja, Kilo gewogen und jetzt 67, aber nichts hat sich geändert. Gibt es actually Leute in Japan, die so unironisch Sake trinken so? Ja. Ich habe gehört, das soll extrem scheiße schmecken. Tut's auch. Ja, okay. Ja, gut, eckmäßig scheint das Ganze schon gelaufen zu sein. Mal schauen, wie fern sich Alpec das, indem sie da durchschießen kann. Auf der Break von Shiragi.
Ich meine, die ist zumindest nicht so reading heavy bis jetzt so. Ja, deswegen. Zur Mitte oben gefällt mir nochmal so ein, zwei Patterns, die sehr reading heavy sind. Aber man sieht, dass die eigentlich auch perfekt. Ja, aber wenn beide breaken, dann macht das halt der Eco-Unterschied, aber. Kommt ja wieder durch. Oh. Ist beide breaken zeitgleich. Aber das ist besser für Shiva und jeder. Das ist noch alles machbar. Naja. Die Egg ist aber halt natürlich. Das macht einen großen Unterschied. Ich glaube, das relieft aber mehr Pressure bei Eye-Fakers, to be honest. Ja. Obwohl, die Map ist ziemlich kurz. Oh. Ja, deswegen. Oh, scheiße. Und da kommen noch ein, zwei schwere Patterns. Also, das hat hier schon eine starke Tendenz, auf jeden Fall. Aber der Egg. Ist das nicht schon over? Eigentlich schon, ja. Das ist over. Das große Pattern. Das ist schade. Von Shiragi. Ja. Auch sehr breakdowns Pattern. Dann hast du nicht. Siehst du aber wieder, könntest du die Map practicen? Und dann hätte das bestimmt ganz anders aussehen können. Ja. Okay. So ein großer Unterschied ist das auch nicht. Solider Komfort-Pick auf jeden Fall von Shiragi. Ja. Gut gespielt. 95, auf jeden Fall keine schlechte Accuracy. Kannst auf jeden Fall spielen. Oh mein Gott! Accuracy, glaub ich, mal. Ich glaube, wir sehen den besten Song des Pools, Leute. Oh ja! 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 Aber dann ist noch nicht. Ich glaube, es ist noch nicht fest als Pick eingeloggt. Frag am besten nochmal nach. Nein, ist es nicht. Ist es nicht. Noch nicht. Ja, Double Picks nicht erlaubt. Das war auch schon in der. Ja, Leute, die sich die Regeln durchlesen. Das war auch in DM8 waren Double Picks auch schon erlaubt. Okay, ich hab frei. Schade, also doch nicht der beste Song. Warum haben wir dem das gesagt? Also ich bin nicht schuld. Das war Shiragi. Okay, der Song ist auch cool. Ja, und selbst wenn es eingeloggt ist, man kann auch nachträglich noch Maps ändern, wenn der Gegner zustimmt. Ach so, danke. Also, na, aber in dem Fall war es schon im Grunde so ein Einlog, nicht so was. Nee, das er hat ja nicht mal ansatzweise geschrieben, dass er es unbedingt jetzt picken muss. Also, wenn man jetzt sagt, zum Beispiel DT2, aber ich habe mich verschrieben, DT3, dann so in solchen Fällen ist es endlich, ja. Die Map wurde ja noch nicht geändert und wenn er obviously keine Ahnung hatte, dass das die Regel ist, dann wäre das ja ein bisschen unfair. Mal, wird abgebrochen oder warum hat er Warte geschrieben? Oh. Bricht. Ja, abort mal. Schade im Chat. Abort. So. Ja, ich hab's nicht gesehen, actually. Und die Moral von der Geschichte. Prost. Gamma noch drin. Die Gamma. Ah, für Gamma, ne? Gamma für. Okay. Digga, er hat Gamma auf einer AR93 Map benutzt. It's okay. So, Try Nummer 2 und ich hole mir eine neue Dose. Alkoholfreies Getränk natürlich. Sehr gut. Ich denke, diesmal muss aber definitiv die CS den Unterschied machen. Da glaube ich. Da bin ich nicht Shiragi-Believer. Ich will heute noch den Tiebreaker sehen. Junge, Limited Edition Pineapple. Einfach das kleine Eggdrop. Aber komm, was noch am Leben. Ich glaube, das kann man im Stream hören jetzt. Dicker Break und 92 Egg, nur noch bei Fakers. Der Lead ist massiv. Und es ist eine Kurzmap. Uiuiui. Shiragi hier. Immer noch im FC. Oh, der Shake aber bei ihm. Das sieht wohl doch nicht nach dem Tiebreaker-Angle aus.
Uiuiui, Shiragi kommt hier wirklich gut. Oh, durch. Das sieht nicht nach dem Tiebreaker. Nee, das müsste, das sollte die Entscheidung sein. Das ist verrückt. Shiragi hat die erste Hälfte Web FC. Das ist vorbei, schade. Leider. Post darauf. Die 200k, da machst du nichts. Ja, das muss nur ein Chambers von Shiragi noch irgendwie eine Chance besteht. GT. Aber dass IPK beide Hardmaps gegen Shiragi führt, ist auch schon wow. Zeigt natürlich aber auch, dass Shiragi sich in dem Sinne verbessert hat. Freut mich. Logisch, ja. Damit müssen wir Abschied nehmen von IPK aus diesem Turnier. Stabiler Ehrenmann, der seit Jahren jedes Second Circle Turnier mitspielt. Kuss geht raus. Oh. Sehr konsistent gespielt. Gute Performance von Shiragi. Overall sehr, sehr gute All-Around-Scores auf jeden Fall. Mhm. Kommt auf einen sehr gut performen. Schöne Scores, wirklich gut gespielt. GG. GGs. So, was bedeutet das denn für unser ganz, ganz großartiges Bracket? Warte, wo? Ah, da wartet man noch auf den Gegner. Das müsste der dritte Gegner aus anderen Richtungen sein. Also. Okinamo oder Per? Hm. Oh je je. Was übrigens das nächste gestreamte Match ist. Graf Stolberg gegen Luki wird leider nicht gestreamt. Ja, aber wie gesagt, Okinamo gegen Per. Nico gegen Andres wird da auch nicht gestreamt. Sorry. Gut, hilft bei den Ups. Na gut, dann bedanke ich mich bei euch beiden, dass ihr so spontan eingesprungen seid, dass ich nicht alleine bin. Und dann Hashtag Reschedules. Oh, wir haben eine neue Zeit für Lai gegen Tangela Merkel. Dienstag 20 Uhr, Leute. Ah, apropos Dienstag 20 Uhr. Mapushock ist es auch morgen. Das ist meine letzte Ankündigung. Mapushock ist es morgen um 16 Uhr. Deutsche Zeit. Ich glaube, ich bin alleine. Es sei denn, jemand will sich zu mir gesellen und live auf den Map reagieren. Vielleicht finde ich Zeit. Mal sehen. Ja, Mapushock ist bei uns jetzt sowieso mehr labern, als über die Maps reden. Also würde das sogar passen. Okay. Na gut, dann danke schön und schönen Abend noch an alle. Tschüssi.